Mal gucken, wie gut Surround Sound einkommt bei Steam Hospital. Hype baut sich auf, ist aber nicht so viel. Und Omnipow hat 6,3 Millionen gebracht. Ah, ist doch schick. Ja, wir sind definitiv auf einem guten Weg. Komm, wieder über 300 gleich. Und das Grip-Pad ist draußen. Also ein Casual-Game fürs Grip-Pad könnten wir das nächste Mal machen. Einfach nochmal zum Testen, wie es mit den Konsolen so funktioniert. Na komm, Bugs müssen schneller weg. Weg, 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 weg. Oh, die G3 kommt. Medium Booth, Large Booth. 1,5 Millionen. wollen wir das mal ausprobieren? Nee, können wir nicht. Die Jungs haben nicht ihren Boost voll. Aber so eine kleine können wir nehmen, die kostet ja fast nichts. So, tschüss. So, Bugs weg. Also, wir wollen jetzt einen Monat lang warten, bis wir das hier pushen. Ja, das hätte ich machen können. Ja, immer im Nachhinein war es meins immer besser. Und da kommt die G3. Mit Steam Hospital. Das müsste gut Hype geben. Weil wir waren ja letztes Mal schon bei 200, wie viel tausend? 230 oder so? Und 269.000. Zack, Hype. Sehr schön. So, Finish. Kein Rekord. Aber neues Topic, neue Combo. Super Combo. Aber kein Achievement bisher. Schade. Hab ich das falsch geschrieben? Hospital? Nein. Das ist schon richtig so. Na gut, kann nicht alles ein Achievement sein. Aha, das ist doch eins. Der Spruch. Da stand sowas wie, Patienten werden daran erinnert, dass sie nicht auf Korridoren sterben sollten. Ach ja, Steam Hospital. Das wäre auch ein schönes LP irgendwann mal. Aber gut. Wir warten jetzt auf die Kritiken. Wir warten, dass die ihre Booster auffüllen. Das heißt, wir könnten researchen. Und zwar einmal ein neues Topic. Vampire. Du könntest trainieren. Obwohl, warte mal, nee. Ich spare jetzt mir die Research-Punkte mal auf. Damit wir den einen zum Grafiker machen können. Okay, bei ihm spare ich sie jetzt nicht auf, weil er braucht noch ein bisschen Punkte bei Technik. So. Aber der hier kann ins Däumchen drehen. Und Kritiken sind da. Theme Hospital. Sehr viele Szenen. Und eine 9. Das sieht auch sehr gut aus. Komm schon. 8. Und das mit 103 Hype. Das muss richtig abgehen bei den Zahlen. Jetzt noch eine 10. Komm schon. Ja, okay. 9,75 kann ich auch mitleben. Nee. 8,75, richtig? Jo. So, du drehst Däumchen. Du musst in Urlaub. Hat jetzt schon Goldstatus. Oh, hat 9 Millionen eingebracht und 7000 Fans. Sehr schick. Okay, du und du, ihr arbeitet mal an einem Contract, damit ihr was zu tun habt. So, 7 Wochen Zeit ist okay. Dann kannst du nach dem Platinum 1 Million Copies von einem Spiel verkauft. Sehr geil. So, Vampire ist fertig, ihr macht den Contract, du bist immer noch am Trainieren. Oh, gibt doch richtig gut Forschungspunkte. Visuell sehr ansprechend und es hat es wirklich verdient, in den Top-Charts zu sein. Jupp, finde ich auch. So, nochmal ein Contract. Okay. Komm schon, hör auf zu trainieren. Du musst Urlaub machen. Oder es ist nicht im Jahr 25, sondern bei einem bestimmten Grenzwert. Das war bei der Garage ja genauso. Sobald wir 2 Millionen oder so hatten, kam das Angebot. So, Booster ist fast voll. Wir wollten jetzt endlich mal was für die Konsole machen. Also, wir hätten gerne ein neues Spiel. Und zwar Medium.
Wir hätten gerne Vampir. RPG. Adventure auf dem Grippad. Oder was auch immer gerade ziemlich in Mode ist. 11,5 klingt noch okay. 15,4. Also auf dem Grippad kann ich mir das besser vorstellen, mit dem Rumtatschen, als auf einer Xbox zum Beispiel, also M-Box. Obwohl Adventure RPG, nee, doch, das könnte Sinn machen. Ich glaube, ich gebe jetzt mal das Geld dafür aus. Jo. Game Engine, die Engine. Und das ist... Suck it. Oh, soll ein Casual-Spiel werden, oder? Mist. Aber ja, RPG Adventure ist auf jeden Fall eine gute Kombo. So, wir müssen jetzt aber den Fokus stark ändern. Genau. Also, Advanced Cutscenes sind drin, Branching Story ist drin. Sollte auf 100% bleiben. Maus, Achievement, Character Progression ist drin, muss aber mehr Prozent abbekommen. Und Engine ist bei 66, das heißt, es muss was raus. Nehmen wir mal Save to Cloud und Mod Support. So, das heißt, die wichtigen Sachen, immer noch nicht 100%. So. Ja, 93 ist auch okay. Irgendwas hier ummodeln. Safe Games okay, Video Playback ist okay, Physik müssen wir nicht wirklich haben. Ist okay. So, Hype baut sich schön auf. Fans haben wir schon 123.000. Gleichzeitig für einen Boost in der zweiten Phase. Und Simulationsspiele sind jetzt gerade sehr populär. Ach ja. So, Design. Jonah Shen. Dialog-Trees sind wichtig. Dialoge an sich sind wichtig. Level-Design ist auch wichtig. AI ist nicht so wichtig. Aber AI-Companions werden schon schön für ein RPG. So. Level-Design. Level-Editor kann raus. Und wir brauchen echt was bei Dialogen. Da hatten wir doch die Körpersprache erforscht. Aber dazu bräuchten wir wieder eine neue Engine und es kostet so viel. Oh, wir haben aber richtig schöne Research-Punkte. Also wenn das Spiel draußen ist, kann da einer auf jeden Fall Grafiker werden. Dieses richtig teure Ding. Also teuer Research-Punkte und teuer Geld. Und der Rest kann dann kleinen Kram weiter erforschen. Ja, klingt gut. Verteilung sieht auch gut aus für ein RPG-Adventure. Also okay. Boost. Und Boost. Okay. Jonah Chen ist total überlastet. So. Sound. Soundtrack. World Design. Open World ist toll. Rich Backstory ist toll und passt zum Adventure. Das heißt, das hier muss höher. No. So. 127 ist nicht gut. Das wird nix. Dann nehmen wir doch mal Virtual Economy raus. Das hat mit dem RPG nicht so wirklich viel zu tun. Das heißt, das könnte auch noch ein bisschen runter. So, wo haben wir jetzt noch Punkte über? Grafik ist bei 73%, das ist nicht so schön. So. Surround Sound ist okay. Anti-Girogon ist überladen, aber es hilft leider nichts. Okay. Seam Hospital hat 3,5 Millionen Kopien von dem Spiel verkauft. Und hat 37 Millionen eingebracht. Hammer. Okay. Es ist schön, dass wir nicht immer dieser 10-Millionen-Grenze rumkrebsen. Sehr schön. So, der Boost ist alle bei beiden. Ist okay. Technologie hinkt richtig hinterher bei diesem Spiel. Aber na gut. Ist ja auch ein RPG-Adventure.
Bugs weg. Hype ist noch okay. Mal gucken, wie das wird. Seit langem mal wieder kein PC. Seit sehr langem. Und kommt noch was? 1, 2, 3. Ein Bug dazu. Ein Bug weg. Pling, neuer Rekord beim Design. Neues Topic, neue Combo. Keine großartige Combo. Finde ich schon. Also Vampir, RPG, Adventure, was will man mehr? Na gut. 3D-Grafik hat auch bald wieder ein Level Up. Mal gucken, ob denn eine neue Engine fällig ist. Release Game. So, du. Nee, du. Nicht Research, Training. Du wolltest Grafiker werden. Braucht 200 Research-Punkte, haben wir. Braucht 5 Millionen Krr. Krr? Crash. Die meinen Credits, also Cash. Haben wir auch. Requirement, 450 Design und 360 Technik? Oh, das könnte natürlich sein. Aber wir wollten eh das da. Oh, für Design, also für Grafik braucht man 450 Design und 450 Technik? Ja, ja. Komisch. Wo braucht man denn möglichst wenig Technik? Da, 90 Technik, aber 810 Design. Ja. Also entweder trainieren wir jetzt einmal Technologie, ganz kleines bisschen. Und einmal Design, dann könnten wir die hier nehmen. Na gut. Code Jam. Wie schaut's bei dir aus? Was haben wir denn noch so tolles? Level Design. Nein. AI braucht 720 Technik. 450, 450. Engine. 720, 180. Das könnte klappen bei ihm. Das heißt, er braucht nur noch 45 Technik. Das kriegen wir hin. Code Jam. Und du research was Neues. Und zwar nur neues Topic, denn wir brauchen die Punkte ja für diese tollen Sachen da. Also neues Topic. Business. Research. Aber wenn wir jetzt ein Business Simulator rausbringen, dann ist das Ding hier eh wieder weg. Also lassen wir das mal lieber. So, suck it. Das sind richtig viele 10. Hammer! Wow. Wow, wow. Okay, eine 9 ist dazwischen. Bin kein bisschen gierig oder so. Und eine 8, was zur Hölle? Sah so schön aus. Aber ist immer noch sehr geil. Sehr, sehr geil. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Also unser PC-Fremdgehen quasi hat sich richtig bezahlt gemacht. Sucket hat Rang 9 erreicht, sofort Goldstatus erreicht und mal eben 6,1 Millionen gebracht. Und 5000 Fans. Sehr schön. Wollen wir jetzt vielleicht doch langsam mal dritte Person anheuern? Ich meine, wir haben mehr als genug Geld. Das hätte ich nicht sagen sollen, ne? Das hatten wir schon mal gehabt. Ich habe so viel Geld, was soll ich nur damit anfangen? Und kurz darauf, hey, wo ist mein Geld hin? Und über 1 Million verkaufte Einheiten. Das ist Platin-Status. So, du. Machen ein bisschen Contract Work. Contract Work. 4 Wochen ist ein bisschen viel dafür. Das ist okay. So, plopp hier mal ein bisschen rum. Du musst gleich in Urlaub. Oh, Sucket ist richtig schön. Okay. So, Training ist gleich durch. Dann gehst du jetzt in Urlaub. Und du trainierst das Tolle. Ja, du hast es nicht geschafft, die Punkte zusammenzukriegen. Was soll das denn, du? Okay. Trainieren, du brauchst nochmal. Oh. Es gibt eine neue Boost-Variante. Brauchst 700 in einem oder dem anderen. 50 Research-Punkte und 2 Millionen. Was kriegst du? Dingens ist fertig.
Das heißt, er kriegt auch gleich diesen Dreier-Boost. Dann können wir so lange warten, bis das mal 3 ist und dann ein Spiel entwickeln. Ja, das klingt gut. Kannst du das auch? Jo, dann mach mal. 4 Millionen weg. Wir können es uns ja leisten. Und wir haben jetzt jede Menge Research-Punkte. Das heißt, du kannst noch mal was researchen. AI wollten wir haben. Und bei Dialogen. Celebrity Voice Acting. Weiß ja nicht. Story. Moral Choices. Immerse Storytelling. Ich glaube, ich nehme mal das hier, einfach nur, weil ich den Verdacht habe, dass wir keine bessere Grafik-Engine bekommen, bevor wir nicht das auch erforscht haben. So.